was kurz vor der Aufnahme passiert ist. Endlich habe ich das Titanic. Please. Ich sehe es noch nicht, aber ja. Trade successful. Habe ich's? Ich hab's. Es ist locked. Zeig her, zeig her, zeig her, zeig her. Ich zeig's, ich zeig's. Oh, Titanic, Leute. Wo ist es? Da hinten. Okay. Warum ist es direkt locked? Es bleibt locked. Das bleibt locked. Ey, ich will das jetzt. Das ist meins. Das ist deins. Ja, also ich kann auf den Server kommen, das ist nicht das Problem. Also. Ich hab alles gegeben. Eine Sekunde, Anton. Ich bin gleich da. Alles gut. Mein erstes Titanic-Pad nach all den Days. Ich hab so... Ihr glaubt nicht, wie lange ich die letzten Tage immer im Trading Plaza war und versucht habe, so viele Gems wie möglich zu bekommen. Das wäre natürlich nicht möglich gewesen ohne Felix. Es wäre nicht möglich gewesen ohne Slytra. Und... deswegen hat Felix auch ein Anrecht darauf, das Ding zu bekommen, weil von ihm kommt ja locker die Hälfte. Ich weiß nicht, ob von dir die Hälfte kommt. Ich denke schon, ja. Warte, bist du auf einem Pro-Server? Ja. Bist du etwa kein Pro, Felix? Ich bin kein Pro. Ja, komm, ich gehe auf einen normalen Server. Oh mein Gott. Ja, ich hab nur zwei Huge Pets. Den Rest hast du mir abgerippt. Du hast sie mir gegeben. Abgerippt. Du hast sie in die Bank gepackt und sagtest, ich darf alles rausnehmen. Ich habe da noch eine Woche gewartet und du hast im Stream nochmal bestätigt, dass ich alles rausnehmen darf. Und erst dann habe ich alles rausgenommen. Ja, du hättest halt einfach alles rausnehmen sollen. Ja, das habe ich auch getan dann. Ja, gut. Okay, wie mountet man das Ding? Du klickst drauf. Ja! Ja! Ich habe ein Titanic! Ich kann da drin sitzen. Ich finde, die Leute meinten, ich soll mir unbedingt ein Holographic-Ding holen, wenn man da drin sitzt beim Mounten. Aber ich finde das gar nicht so geil. Obwohl der Effekt da auf mir drauf ist. Warte, man sitzt da drin? Hä, cool. Das ist ja übel cool. Ich finde es lustig, dass mein Gesicht hier unten ist. So, hä? Warum ist mein Kopf da unten? Bei mir ist dein Kopf normal. Aber du fliegst einfach in der Titanic Hologram Cat. Ja, das ist der Grund, weshalb die Leute dafür gevotet haben, glaube ich. Ich fand ja eigentlich Dominus Astra und dieses Nightmare-Ding sehen cooler aus, aber natürlich, die sind nicht ganz so selten. Ich finde die cooler. Ich mag den Grünton nicht, wenn das Ding, keine Ahnung, pink wäre oder blau oder rot. Rot eigentlich nicht. Nee, es ist cool. Ja, geht. Ja, und jetzt gib her. Also, das ist meins. Du hast jetzt keinen Spaß damit gehabt. Das ist aber es ist locked. Es ist locked, Felix. Oh, dann unlock es. Ich habe es nie gelockt. Ja, klar hast du das nicht. Sicher. Mhm. Da ist Felix. Hier ist Felix. Weißt du bekommst sogar noch was von mir. Ja, danke für dich. Schön. Ich hatte noch nie eine Huge Painted Cat. Hattest du nicht? Safe schon. Nee, hatte ich nicht. Leute, schreibt mal in den Chat. Win, fair, lose. Ist das fair, dass ich jetzt für meine Titanic Hologram Cat dieses ultra seltene, goldene Huge Painted Cat bekomme? Ich habe das Ding noch nie gesehen. Ich habe das Ding halt wirklich noch nie gesehen. Und hier ist eine Chest drin. 15%ige Chance. Ich glaube, das ist Win. Das ist Win. Das ist übel Win. Das ist absolut Win. Es ist Win, da kann man nichts sagen. Ha, completed. Ich habe eine Titanic Cat, Leute. Warte mal. Ich geh dann mal. Heißt das, ich habe jetzt keine mehr? Warum bist du da oben? Ich fliege. Also ich sehe deine Pets nicht, deswegen schwebst du bei mir. Warte, ich muss kurz Pets von anderen Leuten anmachen. Show other Pets, yes. Ey, du hast meine Titanic Cat gescammt. Wie deine? Das ist meine. Ja, du hast recht. Ich habe jetzt viel geilere Pets als du. Ja, wer hat hier wen gescammt? Ich habe jetzt eine Huge Painted Cat. Oh, die ist gar nicht so viel wert. Huge Jelly Pick ist eine Menge wert. Ja, das ist ziemlich viel wert. Ja. Ist doch cool. Und wie ich dazu gekommen bin, dieses Titanic-Pad überhaupt zu bekommen, erkläre ich euch, nachdem wir uns das neue Pad zum Lotte X-Update anschauen. Also gehen wir mal rüber. Das Sommer-Update Part 3 mit einer weiteren Welten. Free-to-play Titanic Cat Pad. Mal gucken, wie free-to-play das wirklich ist. Sandy Pads, bla 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 bla. Oh, ich bin schon gegengefahren. Das Claw-Event ist genau hier. So einfach reingefahren. Arcane Pets, X, Claw Currency. Also eine neue Currency. Ah, okay. Die alte Currency ist also komplett weg. Interessant. Und das neue Sommer-Event endet in 14 Tagen. Wie viele Level haben wir diesmal? 200! Oh, und es gibt ein neues Sandcastle Egg. Mit einer 5%igen Huge Chance. Das ist insane. Das ist wirklich insane. Boah, das Ding wird noch viel mehr wert sein als das Pirate Egg, wenn das Event vorbei ist. Aber will ich das? Das ist so viel Stress und man kriegt nur 10 Tokens. Das heißt, die neue Currency, die ist dann halt wirklich wenig. Also, dass die viel wert ist. Krass. Aber ich weiß nicht, ob ich Bock habe, das auf 200 Leveln durchzuspielen, weil 150 waren so anstrengend die letzte Zeit. So, hier gibt's die Claw, damit kann ich jetzt wahrscheinlich nicht spielen, weil ich brauche... Doch, ich habe einen Token, kann damit spielen. Okay, hier ist die Claw, ich kann jetzt drücken. Ja, ich kann tatsächlich steuern. Claw. Ja, genau.
Gib mir. Ich weiß nicht, was das ist. Ich wollte es einfach haben. Das ist jetzt was Grünes und ist da mein Titanic-Pad drin? Ah, zehnfache Chance auf Titanic. Arcane Dragon. Okay, das sind dann also Eggs mit einer höheren Chance. Zehnfach Chance ist, glaube ich, das Beste, was geht. Oder ist, was so rot? Ich weiß nicht, wie hoch die Chance bei den roten Dingern ist. Man sieht es nicht. Die gelben sind fünffache Chance und die roten weiß man nicht. Wenn es einer von euch weiß, kann er es mir gerne in den Chat schreiben. Doch einfache Chance. Das heißt, ich habe eigentlich das Beste gezogen, was man ziehen kann. Nein, habe ich nicht. Es gibt noch 20- und 50-fache Chance. Also, wir gucken uns jetzt die neue Sommerwelt an. Die wird natürlich auch ganz interessant. Denn es gibt hier... Ach, hier gibt es dann doch noch die Currency. Das heißt, ich kann jetzt wieder unlocken. Sehr gut. Ich dachte schon, hier wäre alles weg. Aber nein, ich kann meine Popsicle-Coins von den letzten Malen noch benutzen. Bin dementsprechend direkt durch. Kann hier dann abbauen mit meinem neuen Titanic-Cat. Cat, was auch immer. Und create ein Pad mit der Fuse-Maschine. Es gibt neue Quests. Die Fuse-Maschine gab es in den alten Quests übrigens gar nicht. Gucken wir mal kurz zum Briefkasten. Dankeschön für die 1B Gems, Arthur. Kannst du mal wieder Robux verschenken? Wenn ich Robux hätte, könnte ich es machen. Vielleicht in ein paar Monaten. Mal gucken. So, dann sind wir wieder drin nach diesem kleinen Fehler. Gehen hier nochmal ran. Danke dafür. Wenn huge, dann Hacker. Es gibt das huge nicht. 0%. Ja, das stimmt. Ich glaube... Ah, ja. Ich glaube auch nicht, dass es das huge gibt. Aber hier haben wir jetzt das Sunny Egg mit... Limited Titanic Insight für 14 Tage. Das hier ist das, die Titanic Cat. Die Chance ist natürlich null. Also wirklich. Also ich glaube nicht, dass wir hier einen Titanic ziehen werden. Aber man kann es natürlich versuchen, dass wir hier so ein Titanic Pad ziehen. Hier sehen wir immer, wie es aussehen würde. Es ist eine ganz normale Titanic Cat, wie es aussieht. Und ja, einfach mal ein bisschen öffnen. Ich würde meine Pets aber hinten nochmal zum Farben ransetzen. Oh! Turtle in a Bucket. So, das brauche ich. Uiuiui, das braucht jetzt lange mit dem Abbauen, Farmen und so. Ach ja, klar. Man kann sich einfach ein paar Claw-Tokens kaufen. Das Exclusive Egg ist das gleiche. Event Only. Ja, klar, ist mir... Klar. Blub, 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 blub. Hier. This und this. Und dann öffne ich einfach mal und gucke, ob ich ein Titanic-Pad ziehe. Aber was ich jetzt machen werde, ist zur Fuse-Maschine gehen, weil es gibt auf jeden Fall für den Battle Pass neue Quests. Und ich habe die Quest, dass ich ein Pad in der Fuse-Maschine machen soll. Deswegen tippe ich mich zur Claw, weil das ein schnellerer Button ist, um in den Spawn zu kommen. Das ist schon wild. So, jetzt gehen wir zur Fuse-Maschine. Ich fuse ein paar Fish in the Buckets zusammen zu einem... Irgendwas, keine Ahnung. Es ist mir eigentlich egal, was ich gefused habe. Enroll 5 Pets Daycare. Das kann ich jetzt nicht machen. Break 125 Saves. Ich kann euch einmal zeigen, wie man diese Quests am besten macht. Also immer, wenn ihr Saves, Chests, Crates oder Vaults habt, lohnt sich eigentlich immer die Pixelwelt am meisten Pixel-Alt. Weil dort habt ihr alles und zwar in Massen. Hier haben wir viele Chests in den Pixel Alps. Im Pixel Vault haben wir ganz viele Vaults und Saves. Und neben den Chests haben wir auch Crates hier. Also hier ist eigentlich alles dabei, außer Coins. Coins könnt ihr am Spawn holen, weil in der Spawn in der ersten Welt liegen die meisten Coins einfach so auf dem Boden rum. Vor allem farmt man Früchte in der Area am schnellsten. Ja, das farmt man auch, vor allem Früchte. Das habe ich übrigens gemacht, als man noch gut farmen konnte. Da habe ich hier immer die Früchte hochgefarmt und bin dann in die Mystic Mine gegangen, um dort weiter Gems zu farmen. Aber das mache ich jetzt nicht mehr, lohnt sich nicht mehr. Ey, Victor, hast du zufällig 10 T-Gems für mich? Ich habe keine mehr. Ich habe 8 Milliarden. Okay, ich habe sogar mehr als du, ich habe 12. Das war übrigens gar nicht so leicht, das Titanic-Pad zu bekommen, weil 10T Gems ist ja die Obergrenze, nicht nur fürs Traden oder so, sondern auch fürs Haben. Mm. Und wenn man ein Gem drüber ist, geht's nicht. Ja, das stimmt. Und das war gestern übrigens nicht so. Ich hatte über 10T Gems. Ich habe Felix sogar einen Screenshot geschickt, dass ich über 10T Gems hatte. Das ist kein Problem für mich, war über die 10T-Grenze rüber zu gehen. Aber heute, als ich kaufen wollte, ging es gar nicht mehr. Da war es auf einmal eine harte Grenze. Es ist unfassbar, wie viele Saves ich breaken muss für eine Stufe 2 Quests. Ich weiß, ich brauche auch 80 jetzt Vaults. Ja, ich glaube insgesamt 100. Also ich finde wirklich, die hätten da weniger Grind reinhauen können. Dass Casual-Spieler auch eine Chance ich haben. Ich finde, beim ersten Mal war das tatsächlich ziemlich gut. Beim ersten Mal war es geil. Da war es eigentlich perfekt, finde ich. Ja, ja, da war es wirklich aber gut. Aber Pet Simulator wird sowieso immer gieriger. Das stimmt. Oh, ach ja, und die Scavenger Hunt hat begonnen. Hier ist ein Egg. Leute, hier ist ein Egg für die Scavenger Hunt. Yeah. Geil, oder? Und übrigens, Leute, die Scavenger Hunt lohnt sich wieder. Ich zeige euch jetzt mal, warum. Und ich öffne und bekomme ein Safari Dog. Bisher noch nichts, okay. Und jetzt machen wir noch das letzte und das war Axolotl Cave, wurde mir, glaube ich, eben geschrieben. Also Axolotl Cave öffnen wir. Und ich habe 2 Free Hype Gifts bekommen dafür, dass ich die Scavenger Hunt gemacht habe. Dadurch lohnt sich die Scavenger Hunt jetzt viel mehr. Und ich habe einen goldenen Safari Dog Gage. Nice. Wie viele Huges brauchst du noch? Ich brauche für ein Full Team noch... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Huges. Das kann ich dir begeben. Echt? Tatsache. Hast du so viele Huges? Alter, ich hatte noch nie einen Nightfall Wolf oder einen Nightmare Kraken. Ich habe die beiden gehatcht.
Okay, danke schön, Victor. Ich habe hier noch was in meiner Bank, ich glaube aber nicht. Das ist geil, jetzt habe ich wieder ein Full-Team. Das bedeutet, wenn ich jetzt wieder ein Jut dazu bekomme, kann ich es gerne wieder an meine Zuschauer verlosen. So, ich muss jetzt noch ein paar Orangen farmen, ein paar Breakables. Warum möchtest du trade? Ich hätte jetzt Titanic gegeben, ist aber gelockt. Dankeschön. Öffne. Öffne. Okay. Muss öffnen. Ich muss öffnen. Ich kriege auf jeden Fall die Huge Pads. Das wird immer funktionieren. Muss ich alle öffnen? Ja. Okay. Ich öffne die drei. Ich öffne das eine. Los geht's. Oh, warte, was? Oh, nee, doch nicht. Ich hab's nur später geöffnet. Ich dachte gerade eben, das wäre zu krass, wenn ich jetzt wirklich einen Huge gezogen hätte, so aus so einem Ding. Das wäre cool gewesen. Ja. Aber die sind irgendwie nicht, trotzdem nicht viel wert. Ja, geht. Sie sind immer noch mehr wert als die Hellrocks. Ja, aber das ist doch kein Maßstab. Nein, die Hellrocks kosten 75 B aktuell. Warte, was? Okay, dankeschön für den Safari-Dog. Und dankeschön für das Exclusive Egg 15. Bin zu faul, es zu verkaufen. Ich glaube, du kannst es gebrauchen. Ja, dankeschön. Cool Game UN. Oder UN? Die UN will mich manipulieren. Schon wieder. Und danke für den Party-Dog. Please, huge. Sorry, Leute. Komm, ich rejecte einfach, weil ich das Gefühl habe, dass du ein Huge-Pad von mir willst. Und das ist noch nicht drin. Hätte ich eins gezogen, hätte ich es natürlich verlost. So, und jetzt hole ich meine Daily Reward. Ah, kann ich gar nicht, das sind 2 Stunden. Aber hier soll man theoretisch dann auch welche von diesen Claw-Maschinen-Tokens bekommen. Du kriegst sogar 5 durch die normalen Rank Rewards und dann nochmal 10 durch die VIP-Rewards. Nice, dann lohnt sich endlich wieder der VIP-Game Pass. Zumindest für dieses eine Event. Was ist endlich? Zum ersten Mal? Zum ersten Mal. Nach über einem Jahr Petzotter X. Aber ich weiß gar nicht, was will ich denn hier noch rausziehen? Ich drück einfach irgendwas, ist mir irgendwas. Egal. Am besten die Pets, würde ich sagen. Ich drück einfach irgendwas. Du schaffst es. Ja, easy. So, 5-fach. Und was meint ihr? Krieg ich jetzt Titanic? Krieg ich Titanic? Titanic, 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 Titanic. Yeah, schon wieder ein Arcane Dragon. Was? Ja. Auch so viel Glück. Ich weiß nicht, ob der das so gut ist. Man sieht ja nicht, was da drin ist in den Eggs. Ja, aber ich bekomme nur diese Katzen. Aber an sich war es das dann auch mit dem Event, oder? Wir haben jetzt die Claw-Maschinen gesehen. Wir haben das Titanic-Egg hier gesehen, bei dem ich wahrscheinlich heute noch ein bisschen abfarmen werde. So ein bisschen. Und das war's. Ja, es gibt neue Missionen für Summer-Event-Ding. Kann man auf jeden Fall machen. Muss man aber nicht. Und das war's. Ja, es gibt halt die neue Ich finde, das Update ist gut. Also, die letzten Updates haben eher enttäuscht. Und das Update ist eher in Ordnung. Ach, die Titanic Cat ist aus dem Egg oder was und nicht aus der Claw Machine? Ja. Ach so. Hier ist Limited Time Titanic und das ist halt ja trotzdem 0 Chance, das zu ziehen. Dann ist doch die Claw Machine useless. Yo, Conny. Ja, wer weiß, wie useless die ist. Wer ist useless? Wie ist also, useless? Du kriegst Claw Machine. Kein Titanic Pet. Oh mein Gott, es ist wieder rausgerutscht. Claw Machine ist übel useless. Die ist übel. Ich weiß aber nicht, was man da aus dem Egg ziehen kann. Du kannst ein Huge Pet ziehen. Eine Huge Cat. So, und ich denke, es wird Zeit, dass ich euch erkläre, wie ich endlich dieses Titanic-Pad bekommen habe. Basically, ich habe wochenlang in der Mystic Mine gefarmt und als es nicht mehr ging, in der Mystic Mine zu farmen, habe ich im Grunde einfach nur Pads verkauft. Ich habe meine Huge-Pads verkauft, ich habe alle meine Exclusive-Pads verkauft, ich habe alle meine Events-Pads verkauft, ich habe alle meine Eggs verkauft. Ich habe ganz viele Gems von euch geschenkt bekommen, Pads von euch geschenkt bekommen. Vor allem Riesendank geht raus an Slytra für die unglaublich vielen Huge-Pads, die vielen Gems und die vielen Exclusive-Pads. Und auch ein Riesendank geht raus an Felix, dafür, dass er mir auch so viel gegeben hat. Das habe ich alles verkauft. Nein, nicht alles. Ich habe ein paar Sachen übrig gelassen, wie ihr gesehen habt. Und konnte am Ende, als ich 10 Trillion Gems zusammengefarmt habe, dann noch ein paar Utes raufpacken und habe das Pad getradet. Okay, Leute. Ich denke aber, das war's mit dem Update. Ist zu Ende. Das Update ist zu Ende. Deswegen, keine Ahnung. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Update haltet. Ich würde sagen, das letzte Update war eher eine Enttäuschung. Dementsprechend ist das Update jetzt nicht so eine Enttäuschung. Die Claw-Maschine ist ein nettes Gimmick, finde ich ganz cool. Die Möglichkeiten, dass man Titanic-Pad ziehen kann, ist auch nett, auch wenn niemand von uns eins ziehen kann. Wenn es einer von euch zieht, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren, wenn tatsächlich jemand von uns das Titanic-Pad zieht. Aber ja, das war's mit dem Update. Also bis dann und ciao!